Es ist ja so, dass im Rahmen des akuten Koronarsyndroms und auch anderer prothrombotischer Situationen die Datenlage nach wie vor unbefriedigend ist. Es gibt nach wie vor kardiovaskuläre Ereignisse mit den antithrombotischen Strategien, die wir heute haben, sei es orale Antikoagulation mit Marcumar oder Warfarin oder auch den Plättchenhemmern Clopidogrel, Prasugrel und Aspirin. Das ruft natürlich nach zusätzlichen antithrombotischen Therapiestrategien. Und es gibt heute einige neue Substanzen auf dem Markt, die an verschiedenen Orten der Gerinnungskaskade eingreifen. Wir haben Hemmer des aktivierten Faktor 10, wie beispielsweise Rivaroxaban oder Apixaban. Dann haben wir aber auch Substanzen, die direkt Thrombin hemmen, wie beispielsweise Dabigatran. Wir haben nun eine Menge neuer Daten zu verschiedenen Indikationen dieser Substanzen, sei es beim Vorhofflimmern, sei es im akuten Koronarsyndrom. Die Daten sind teilweise sehr vielversprechend. So konnte gezeigt werden, dass beispielsweise bei Vorhofflimmern eine fixe Dosierung mit einem Faktor 10 Antagonisten wahrscheinlich der oralen Antikoagulation überlegen ist. Im akuten Koronarsyndrom sind die Daten etwas kontroverser. Ich glaube, dort spielt vor allem die Dosierung eine Rolle eines zusätzlichen Faktor 10 Hemmers. Wir haben Daten gesehen mit Apixaban, die zu vermehrten Blutungen geführt haben und deshalb möglicherweise diese Substanz in der verwendeten Dosierung nicht Eingang finden wird in die tägliche Praxis. Die Daten der Atlas-Studie, die an diesem Kongress vorgestellt wurden, sind sehr, sehr vielversprechend. Man hat mit der geringeren Dosis von Rivaroxaban zeigen können, dass die kardiovaskuläre Mortalität und die Gesamtmortalität reduziert wurden. Kardiovaskuläre Ereignisse waren also weniger häufig bei den Patienten, die zusätzlich zu Aspirin und Clopidogrel mit Rivaroxaban behandelt wurden. Andererseits erkauft man sich das auch mit einem etwas erhöhten Blutungsrisiko. Die tödlichen Blutungen waren gleich häufig in den zusätzlich mit Rivaroxaban behandelten Patienten. Aber man muss doch dazu sagen, dass signifikant das Blutungsrisiko anstieg. Intrakranielle Blutung beispielsweise waren dreimal häufiger, obschon dieser Endpunkt relativ selten war, verglichen mit kardiovaskulären Ereignissen wie Hirnschläge oder kardiovaskulärer Tod. Was nehmen Sie jetzt von allen diesen Studien mit in die klinische Praxis? Ich glaube, diese Masse von Daten muss zuerst verdaut werden. Wir müssen auch gewisse Informationen versuchen, aus diesen großen Studien herauszuholen, um beispielsweise die richtigen Patienten zu selektionieren, die am meisten davon profitieren und bei denen das Risiko für eine Blutung am geringsten ist. Es ist durchaus denkbar, dass beispielsweise ältere Patienten oder Patienten nach einem Hirnschlag weniger gute Kandidaten sind, wie auch Patienten, die eine eingeschränkte Nierenfunktion aufweisen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt alle diese Daten der verschiedenen Studien zusammentragen und dann Empfehlungen geben für die allgemeine Praxis. Ich bin überzeugt, dass diese neuen antithrombotischen Substanzen Eingang finden werden in den Alltag unserer kardiovaskulären Primär- und Sekundärprävention.